Herzlich willkommen bei Microsoft Movies, heute mit Godzillas größter Konkurrenz. Aus finanzieller Sicht. Japan ist ja bekannt für seine Riesenmonster, die berühmten Kaijus. Gegründet wurde der sogenannte Kaiju-Eiger 1954 durch Godzilla. Und bis Mitte der 60er Jahre wurde der zum absoluten Publikumsliebling. Das freute Godzillas Produzenten bei der Firma Toho und spornte natürlich deren Konkurrenz an. Besonders eifrig war man bei den Daiei Studios. Dort wollte Produzent Masaichi Nagata 1963 mit in den Monstermarkt einsteigen, und zwar mit einer Ratteninvasion. Echte Ratten sollten über Miniatursets laufen und dabei Miniaturmenschen angreifen. Die Sets und die Ratten waren schon bereit. Da gab es ein Problem, das sicher witzig klingt, aber für die Filmcrew bestimmt alles andere als witzig war. Flöhe! Die Ratten zogen die Biester magisch an und am Ende war es so schlimm, dass man die Dreharbeiten abbrach. Da man die Sets aber schon gebaut hat, wollte man sie natürlich nicht ungenutzt lassen. Mitte 1965 kam Nagata dann die zündende Idee, der Angriff einer Riesenschildkröte. In aller Eile wurde Regisseur Noriaki Yuasa mit dem Projekt beauftragt. Das Ergebnis kam als Daikaiju Gamera am 27. November 1965 in die japanischen Kinos. In der Antarktis wollen Dr. Hidaka, seine Assistentin Kyoko und der Reporter Aoyagi Forschungen anstellen. Jedoch ziehen unbekannte Militärflieger vorbei. Das ruft den nahen US-Stützpunkt auf den Plan und man schießt die Flieger ab. Dummerweise haben die eine Atombombe an Bord. Deren Explosion befreit das Monster Gamera. Dr. Hidaka bekommt von einem Eskimo einen Stein mit Inschriften über das Monster und entschlüsselt dessen Herkunft. Die Geschichte behauptet, dass vor Äonen von Jahren Atlantis in der Nähe des arktischen Ozeans existiert haben soll. Der Sage nach lebt hier einst der legendäre Gamera. In Hokkaido taucht Gamera wieder auf und zerstört einen Leuchtturm. Toshio, der Sohn des Leuchtturmwärters, wird aber von dem Monster gerettet. Toshio ist sich nun sicher, Gamera ist seine wiedergekehrte Schildkröte Chibi, die er auf Wunsch seines Vaters aussetzen musste. Auf Anraten von Dr. Hidaka bekämpft man Gamera mit Kältebomben und sprengt ihn auf den Rücken. Das beeindruckt ihn aber nicht. Er zieht seine Gliedmaßen ein und saust wild rotierend davon. Gamera zerstört Tokio und die letzte Hoffnung liegt in der sogenannten Operation Z. Mit einer Feuerspur lockt man Gamera auf die Insel Oshima, sperrt ihn in eine Rakete und schießt ihn in Richtung Mars. Sehr zum Leidwesen von Toshio, aber der hat schon neue Pläne. Ich werde Wissenschaftler, genau wie Sie, und dann werde ich Astronaut und besuche ihn auf dem Mars. Gamera ist ein wenig subtiler Versuch, an Godzillas Erfolg teilzuhaben. Man hat sogar das gleiche Vorbild. Godzilla basierte ja vage auf The Beast from 20,000 Fathoms und Gamera kopiert dessen Plot fast 1:1. Eine Atombombe weckt das Monster auf, dann folgt eine lange Expositionsphase, dann die Zerstörung einer Großstadt und schließlich die Rettung durch ein Wundermittel. Das wäre nicht so tragisch, wenn der Plot gut kopiert wäre, aber der Film plätschert erzählerisch einfach so vor sich hin, ohne große Tempowechsel oder Spannungsaufbau. Besonders unschick ist das Ende, hier jagt eine Deus Ex Machina die nächste. Gamera wird per Feuerspur nach Oshima gelockt, doch oh weh, aus heiterem Himmel kündigt sich ein Taifun an. Die neuesten Nachrichten vom Taifun Soho. Doktor! Er hat aus nicht ersichtlichen Gründen die Richtung gewechselt. Der Wind kommt auf und löscht das Feuer. Aber kein Grund zur Panik. Reporter Aoyagi ist zur Stelle und zündet das Militärlager an. Gamera liebt Feuer. Er wäre an Land gekommen und säße jetzt in der Falle. Das Feuer lockt Gamera wieder zur Insel. Doch, oh weh, es fängt plötzlich an zu regnen und die Flammen gehen erneut aus. Zum Glück geht aber der Vulkan der Insel hoch und lockt Gamera weiter an. Und zum noch größeren Glück geht er gleich darauf wieder aus, ohne Operation Z zu gefährden. Der Vulkan ist wieder still. Ja, was für ein Glück für Operation Z. Da hat man richtig Schwein gehabt. Man möchte fast glauben, ein Drehbuchautor hätte all das konstruiert, um einen Plot zu Ende zu bringen.
Auch zwischendurch gibt's immer wieder Hänger, wenn Dr. Hidaka und Kollege Professor Murase mal wieder Gamera erklären. Die Wissenschaft lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Die Evolution hat nicht in ein paar Minuten stattgefunden. Obwohl sie mir in ihrer Schlüssigkeit viel zu leicht erscheinen. Können Sie mir noch folgen? Natürlich gehört sowas mit zum Genre, aber es ist hier sehr mau gehandhabt. In Godzilla gibt es eine große Erklärszene, die dann auch noch die Atomwarnung und das politische Thema des Films etabliert. Hier stellt man einfach nur den nächsten Gamera-Angriffsplan vor. Und jetzt alle Stromaggregate auf volle Kraft umlegen. Beziehungsweise dann die Gründe, warum er nicht geklappt hat. Alle Dinge dieser Erde speichern die Kohlenstoffe ihrer Ära. Präzise. Und das würde erklären, warum er das Feuer resorbiert und seine Fähigkeit, elektrischen Schocks, Hitze und Erschütterungen zu widerstehen. Und sollten dann doch mal alle Erzählstricke reißen, hat man einen zuverlässigen, körperlosen Erzähler. Sie haben diese wunderbare Weltraumrakete gebaut, mit der wir Gamera in die Weiten des Weltraums geschickt haben. Das ist ja ein Klischee aus US-Monsterfilmen und funktioniert hier und dort nicht richtig. Es wirkt, als würde man Szenen erzählen, die zu teuer zum Drehen waren. Da wir dieses Monster nicht bändigen konnten, schickten wir es zum Mars. Und höchstwahrscheinlich war es auch genauso. Godzilla behandelte nun ja die Gefahren der Atomkraft ausführlich und griff auch später immer wieder sozialpolitische Entwicklungen auf. Gamera versucht sowas Ähnliches, versagt aber großteils. Es gibt zwar kleine Anspielungen, aber es wird nichts auserzählt. Die Atombombe vom Anfang ist nur ein Plot-Device. Sie erweckt das Monster und dann vergisst man sie. Man stellt auch nie Nachforschungen an, wer die Flieger waren und was sie vorhatten. Es wird nur kurz der Form halber erwähnt, wie schlimm der Kalte Krieg doch ist. Der Kalte Krieg wird tatsächlich in dieser friedvollen Eiswüste von ihnen ausgetragen. Am Ende kommen alle Nationen zusammen, um an Operation Z zu arbeiten. Sogar Amerikaner und Russen reichen sich die Hände. Das ist aber auch nur pseudomäßig, damit der Film einen positiven Ausklang hat. Eine richtige Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg gibt's hier nicht. Nur in einer Welt, in der es keine Unterschiede zwischen den Völkern gibt, kann so etwas gelingen. Und ganz streng genommen ist das Thema bei den Toho Studios abgeschaut. Dort drehte Ishiro Honda mit The Mysterians, Battle in Outer Space und Gorath gleich drei Filme, in denen die Supermächte ihre Differenzen beilegen. Allerdings auf deutlich höherem Niveau. Direkt schockierend ist, dass man Gamera kurz mit Atomraketen angreifen will. Vielleicht sollten wir eine Atombombe auf ihn werfen. Ja. Die sind hier einfach mal so in Japan stationiert. So viel also zur Anti-Atom-Haltung. Natürlich redet Dr. Hidaka dem Militär das Vorhaben aus. Das ist zu viel Energie, die er absorbieren könnte. Aber trotzdem ist das ein heftiger Bruch mit der Kaiju-Tradition. Gamera selbst ist recht charakterlos. Er hat keine Tragik wie Godzilla oder Mystik wie Mothra, er ist einfach nur eine monströse Bedrohung. Es gibt eine kurze Erklärung für sein Verhalten. Gameras aggressives Verhalten entspringt einem Mangel an Energiezufuhr. Aber das ist nur ein Einwurf, der nie weiter ausgeführt wird. Auch die Herkunft aus Atlantis wird in keiner Weise ausgebaut. Es ist ein Mittel, um irgendeine Erklärung für das Monster zu haben. Beim Untergang von Atlantis wurde die Schildkröte im ewigen Eis gefangen, um dort tausende von Jahren zu schlafen. Witzig auch, dass niemand die Theorie anzweifelt. Man übersetzt den Gamera-Stein und nimmt alles darauf als Tatsache hin. Vielleicht verbirgt sich ja eine wirklich große Wahrheit hinter diesem sehr schlichten Ausdruck der prähistorischen Zeichnung. Der Monstername kommt übrigens schlicht vom japanischen Wort für Schildkröte. Kami. Man machte einfach aus dem K ein Ga und hat das Ganze mit einem Ra verniedlicht. Rein vom Design her ist Gamera durchaus gut gemacht. Für seine Zeit ist er sogar ein bisschen furchteinflößend und auf jeden Fall ziemlich abgedreht. Eine Schildkröte, die Feuer spuckt und rumsaust wie ein UFO, ist schon einfallsreich. Man spielt sogar ein bisschen damit. Es sieht anfangs so aus, als würden neben Gamera auch noch UFOs auftauchen. Was ist das? Außerirdische? Erst als Gamera auf dem Rücken liegt und sich per Düsenantrieb rettet, kommt der Twist. Unbekanntes Flugobjekt ist Gamera. Interessant auch, dass Gamera nur durch seine Anwesenheit die Natur durcheinander bringt. Weil er sich in der Bucht von Tokio versteckt, kommt es dort zu Flutwellen und Fischsterben. Da macht man zwar auch nicht mehr daraus, aber es ist interessant, dass das Monster nicht nur durch klassisches Rumtrampeln Schaden anrichtet. Die menschlichen Charaktere sind gängige Genretypen.
Dr. Hidaka, den Eiichi Funakoshi spielt, und sein Kollege Murase, gespielt von Jun Hamamura, bringen munter Exposition. Die Linien stellen diese Flammen hier dar. Sie funktionieren genau wie die eines Düsenjets als Antrieb. Und am Ende die Rettung. Ansonsten haben sie keinerlei Persönlichkeit. Harumi Kiritachi ist als Kyoko mit dabei, weil Godzilla mit Emiko Yamane eine starke Frau hatte. Kyoko wirft aber nur zwischendurch ein paar Bemerkungen ein. Hier im Hintergrund das Muster. Ich glaube, das sind Wellen, könnte das nicht sein? Und trägt ansonsten überhaupt nichts bei. Quasi die Luise vom Pennymarkt dieses Films. Das habe ich gehört. Wart's nur ab, das kriegst du wieder. Kyoko ist nur noch Objekt der Begierde für Reporter Aoyagi, den Junichiro Yamashiko gibt. Hier fällt auf, dass sie ihn die ganze Zeit über abweist. Sie sind also meine Glücksfee. Und ich werde sie nicht mehr aus den Augen lassen. Lassen Sie das. Und nach dem Sieg über Gamera plötzlich toll finden soll. Was halten Sie davon, wenn sie Ihre Glücksfee für immer wird? Also, das würde mich freuen. Hurra! Zwangshochzeit! Aoyagi hat übrigens auch keine Persönlichkeit. Er ist fürs Ende zum Zelte anzünden da und für den Rest nur Beiwerk. Bei allen Schauspielern fällt auf, dass sie auf alles unglaublich gleichgültig reagieren. Etwa eben auf die anfängliche Atombombe. Das könnte den Dritten Weltkrieg bedeuten. Sie haben vielleicht recht. Atomwaffen, Dritter Weltkrieg, Milliarden Tote. Langweilig. Am eindringlichsten ist noch Yoshiro Uchida als kleiner Toshio. Seine Figur ist wegweisend für alle klassischen Gamera-Filme. Regisseur Yuasa wollte mit Gamera ein Monster speziell für Kinder erschaffen. Er hat mal ein Kinderheim besucht und die Verzweiflung der Kinder hat ihn so gerührt, dass er ihnen unbedingt einen Beschützer geben wollte. Produzent Nagata wollte aber ein böses Monster, also fand man eine Zwischenlösung. Gamera richtet viel Zerstörung an, rettet aber gleich nach seiner Ankunft in Japan Toshio vor dem sicheren Tod. Wobei er den ja eigentlich selbst verursacht. Gamera wirft den Leuchtturm ja erst um. Ohne ihn wäre Toshio also gar nicht in Gefahr. Ich mach dich fertig, du Kackbratze! War nur ein Witz. Ich mag Kinder. Toshio ist für den Rest des Films nur nervig. Er betont immer wieder, wie lieb und missverstanden Gamera im Grunde ist. Er ist gar nicht so böse. Ich weiß, er ist eine liebe Schildkröte. Sogar noch, als er Tokio einäschert. Gamera, sei bitte lieb. Du darfst hier nicht alles kaputt machen. Aus irgendeinem Grund darf Toshio zudem bei Dr. Hidaka mit dabei sein. Oh, das war also Ihr Leuchtturm. Weil ja jeder weiß, in Katastrophensituationen braucht man zwingend schildkrötenfanate Kinder. Ist eine alte japanische Weisheit. Toshios Tiefpunkt kommt, als man Gamera mit Öltanks angreift. Die sollen ihn beschäftigen, bis auf Oshima Operation Z bereit ist. Toshio springt aber in einem Anflug von geistiger Umnachtung auf einen Tank mit auf, um bei seinem Gamera zu sein. Gamera! Ich bin gleich da! Ein Militärmitarbeiter rettet ihn zum Glück. Logisch wäre jetzt was zu unternehmen, damit Toshio nicht nochmal Leben in Gefahr bringt. Aber natürlich nicht bei Kinderfreund Noriaki Yuasa. Toshio darf einfach gehen und am Ende bei Operation Z wieder mit dabei sein. Mir gefällt es sehr gut hier. Ich kann Toshio aber nichts vorwerfen. Wenn man mich fragt, ist sein Vater schuld. Toshio hat anfangs die kleine Schildkröte Chibi als Haustier und wird gezwungen, sie auszusetzen. Du lässt sie frei. Und wenn du nicht hören willst, erledige ich das für dich. Wäre dir das vielleicht lieber? Wenn einem als Kind nicht mal eine Schildkröte erlaubt wird, dann muss man ja geistigen Knacks kriegen. Ich will zu Gamera! Aus historischer Sicht ist Toshio interessant, weil er als erstes Kind mit einem Kaiju interagiert. Man sieht hier den Anfang der Monsterinfantilisierung, die später in Filmen wie Godzilla vs. Megalon gipfelte. Trotz aller Mängel kann man mit Gamera richtig Spaß haben, wenn man den Film nicht ernst nimmt. Dann freut man sich über abgedrehte Ideen, etwa eben Operation Z. Die ist ursprünglich ein Joint Venture zwischen Japanern, Russen und Amerikanern, um neue Energien zu gewinnen. Hier schlägt das Herz einer neuen Ära. Und ich find's immer wieder klasse, dass man das in Rekordzeit zu einem Mittel gegen Gamera umwandelt. Die Japaner brauchen nur ein paar Tage, um eine Rakete zu bauen, die fünfmal so groß ist wie Gamera und noch dazu in der Lage, ihn präzise zum Mars zu schießen.
Mal ganz davon abgesehen, dass sie in der gleichen Zeit noch eine spezielle Startvorrichtung mit Flammenwerfern als Lockmittel konstruiert haben. Das ist der Beweis. Die Japaner sind das effizienteste Volk der Welt, wenn nicht sogar des gesamten Multiversums. Mein persönliches Highlight ist aber die Szene, in der Toshio Gamera zum ersten Mal sieht. Das 60-Meter-Monster schafft es tatsächlich, sich geräuschlos anzuschleichen. Das führt zu ein paar lustigen Momenten. War da etwa was? Gamera kennt sich wohl gut mit der Ninja-Kunst aus. Kaiju muss leise sein, wie Floh in Rattenfell. Muss sich bewegen, wie Schatten in mondloser Nacht. Auch tricktechnisch ist Gamera für seine Zeit durchaus gelungen. Der Film ist zwar aus Kostengründen nur in Schwarz-Weiß gedreht worden und hinkte damit natürlich seiner Konkurrenz hinterher, aber trotzdem gibt es ein paar nette Miniaturtricks und meistens sehr sauberes Compositing. Gerade auch die Pyro-Effekte können sich sehen lassen. Für Fans alter Tricktechnik sind diese Aufnahmen ein Fest. Kleine Trivia-Notiz für die Kaiju-Nerds. Gamera wurde auch in Schwarz-Weiß gedreht, weil einige Techniker vom ersten Godzilla an den Effekten mitarbeiteten. Und mit diesem Format waren sie halt am besten vertraut. Will heißen, sie wussten, wie man Schwächen im Schatten versteckt. Gamera war außerdem der letzte farblose Kaiju-Film. Für die US-Fassung drehte man, wie einst bei Godzilla, neue Szenen mit amerikanischen Schauspielern. Der Film lief ab Dezember 1966 als Gamera the Invincible in einer stark verstümmelten Version. In Deutschland sah lange Zeit fast niemand den Film. Gamera hatte seine deutsche Premiere am 18. November 2011 direkt auf DVD. Der Titel wurde zu Gamera, Frankensteins Monster auf dem Eis. Eine kleine Anspielung auf die Frankensteinisierung der Kaiju-Klassiker. Die Vertonung ist so gehalten, als wäre der Film damals in den 60ern bei uns gelaufen, also mit ordentlich Rauschen. Oh, guten Tag, wie geht es Ihnen? Wir sind die Expeditionsgruppe von der Hidorimaru. Mir gefällt's. Ich find's immer komisch, wenn man alte Filme mit glasklarem Surround-Sound kombiniert. Die Teile, die im Original Englisch sind. Have you spotted anything on your radar screen? No, sir. It must be coated with anti-electric wave paint, sir. Hat man eingedeutscht. Hatten Sie in den letzten Minuten davon irgendwas auf Ihrem Radarschirm gesehen? Nein, Sir. Mit solchen Dingen müssen wir leider rechnen, seitdem der Kalte Krieg ausgebrochen ist. Die leichte internationale Note geht damit komplett flöten. Dafür gibt's Klischee-Akzente. Jeder Wissenschaftler der ruhmreichen Sowjetunion wird Ihnen zur Seite stehen. In Sowjet-Russland? Stadt zerstört Kaiju. Der Großteil der Sprecher klingt ziemlich lustlos. Die Wolke dehnt sich immer weiter aus. Stimmt. Solche Abwürfe verschieben angeblich die Erdachse. Schlagzeile. Über Japan steigt die Taifunanzahl. Vielleicht ist es deshalb auch besser, dass es recht wenig Infos über die Sprecher gibt. Ilka Teichmüller hören wir als Toshios große Schwester Nobuyo. Sie klingt für mich sehr weltfremd. Fast so, als würde sie hier selbst nicht verstehen, was sie sagt. Kleine Jungen müssen sich benehmen. Schläfst du etwa schon? Alles Schlechte, was man anstellt, fällt auf einen zurück. Eberhard Brütter sprach sowohl den Eskimo-Häuptling, diese Teufelsbrot, als auch Professor Murase. Ich bedauere, Ihnen sagen zu müssen, dass wir keinen geeigneten Weg gefunden haben, ihn zu töten. Wegen seiner markigen Stimme sind die Figuren im Deutschen sogar ein Stückchen eindringlicher. Eberhard H. sprach schon in Godzilla vs. Megagiras den hinterlistigen Sugiura. Wenn Godzilla in Odaiba auftaucht, führen Sie ihn in Richtung Kai, dann können die Gebäude geschont werden. Und hat hier als Dr. Hidaka einen Auftritt. Außerdem bezieht er seine Energie ähnlich wie ein Geothermiekraftwerk aus Fremdenergie wie Radioaktivität. In Megagiras ist er zwar deutlich besser, aber genau wie Brütter gibt auch er seiner Figur mehr markant. Ich stimme mit Ihnen darin überein, Professor, aber das bringt uns leider keinen Deut näher an die Lösung, nicht wahr? Dieses Muster ist wirklich sehr rätselhaft. Die deutsche Fassung wirkt auf mich sehr schnell zusammengeschraubt und ist daher wohl nur interessehalber mal einen Blick wert. Daikaiju Gamera ist ein Schnellschuss, mit dem man sich offensichtlich an Godzilla ranhängen wollte. Der Film ist erzählerisch eher mau, macht aber Spaß, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Für Genrefreunde gibt's ein paar nette Momente. Und wer wissen will, wo die Riesenschildkröte ursprünglich herkommt,
kann ruhig mal reinschauen. 3 Punkte. Gamera erhielt bei seinem Erscheinen ganz passable Kritiken und fand zahlreiche Fans. Es gibt zwar keine genauen Zahlen, aber der Film zählte wohl 1965 zu Dajays erfolgreichsten Produktionen. Gerade auch Kinder reagierten gut auf Gamera, sehr zur Freude von Regisseur Yuasa. Produzent Nagata konnte also einen Godzilla-Konkurrenten etablieren und baute natürlich darauf auf. Gameras Nachfolger schauen wir uns auch mal an, aber nicht sofort. Ich bin der Meinung, dass zu viel von den alten Gamera-Filmen nicht gut ist für die geistige Gesundheit. Es dauert also ein bisschen, bis es hier Gamera vs. Barugon gibt, aber kommen wird er auf jeden Fall. Das war Markers & Movies, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann wird's feurig. Da hast du's! Mein ist die Rache!